Metro Last Light ist ein Spiel, welches mir sehr gut gefallen hat und in der Hoffnung auf mehr habe ich mir vor ein paar Wochen den Season Pass gekauft. Der erste DLC ist mittlerweile erschienen und hört auf den Namen Factions. Dieser beinhaltet 3 Missionen, in denen wir verschiedene Soldaten von verschiedenen Fraktionen der Metro spielen. Ich werde auf jede Mission einzeln eingehen. Beginnen wir also am Anfang. In der ersten Mission spielen wir Hans, den Heavy der Faschisten. Nein, ich meine damit einen dick gepanzerten Soldaten mit Minigun, der die bösen Kommunisten in den Staub schießt. Als ich diese Mission spielte, fing ich bereits an zu zweifeln, dass sich der Season Pass gelohnt hat. Tatsächlich ist diese Mission nur 5 Minuten lang und besteht aus Gegner mit Dauerfeuer aus der Minigun wegholzen, Scharfschützen eliminieren, noch mehr Gegner wegholzen, Panzer terminieren. Und als mir dann noch bewusst wurde, dass dieser Heavy wirklich Hans heißt, was ja wohl kein klischeehafter Name für einen Faschisten ist, genauso wenig wie Fritz, und dass die anderen Soldaten die anrückenden Kommunisten als kommunistische Mutanten bezeichnen, da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Schon wieder kommunistische Mutanten! Zugegeben, der Einstieg ist sehr gut inszeniert und so gesehen macht dieser Abschnitt immer noch mehr her als das meiste, was Genre-Kollegen bieten, die nur aus solchen Szenen bestehen. Allerdings erinnerte mich diese Mission zu stark an den Endkampf des Hauptspiels und es gibt auch sonst genug solcher Szenen in Videospielen. Naja, vielleicht könnt ihr diese Mission einmal spielen, aber es gibt keinen Grund, zurückzukehren. Die zweite Mission ist die beste des DLCs und bietet etwas, was im Hauptspiel nicht einmal vorkommt. Ihr spielt einen Ranger der Polis-Station, welcher an der Oberfläche in einer verrotteten Bibliothek Artefakte sucht, die in der Metro gebraucht werden. Nur zur Info, die Polis ist die Hauptstadt der Metro und diese Artefakte sind eigentlich nur irgendwelche Sachen wie Teddybären, Dreiräder oder Bilder. Warum ist diese Mission also so gut? Nun ja, für mich gibt es da 2 Hauptgründe. Zum einen ist es die Bibliothek, die man schon in Metro 2033 mit Artyom durchstöbert hat, um die Karte für D6 zu finden. Man kommt sogar in den Raum hinein, in dem sich die Karte befand. Ich konnte nur irgendwie die Schublade nicht finden. Ach ja, diese hängenden, mutierten Pflanzen und die Bibliothekare sind auch wieder dabei. Und wer erinnert sich noch an diese Szene? Zweitens, du bist allein an der Oberfläche unterwegs, musst die Gegend erkunden und die Artefakte finden, die gefundenen Gegenstände dann gegen Munition, Ausrüstung oder Anzüge tauschen, um in neue Bereiche vorzudringen. Und unterwegs findest du immer wieder Abkürzungen, durch die du schneller zurück zur Basis gelangst. Dieses Feature erinnerte mich ein wenig an Dark Souls, wo man auch immer wieder Abkürzungen zu den verschiedenen Orten entdeckt. Ihr solltet zudem oft speichern, denn wer stirbt, startet dort erneut, wo er zuletzt gespeichert hat. Und ihr könntet überraschend sterben, und dann ist euer gesamter Fortschritt futsch. Scheiß Camper! Im Hauptspiel kommt es so gut wie nie vor, dass man allein an der Oberfläche unterwegs ist, geschweige denn die Gegend erkundet, um Gegenstände zu suchen.
Es ist wie in 2033 ein beklemmendes Gefühl, durch die Bibliothek zu schleichen und die Bibliothekare zu meiden. Sehr atmosphärisch und gut umgesetzt. Schade nur, dass vieles größtenteils geskriptet ist, zum Beispiel wann euch die kleineren Mutanten angreifen. Solltet ihr vor dem Eingangstor stehen und es hat Probleme, sich zu öffnen, könnt ihr mit einem Angriff rechnen. Ebenfalls schade, die Artefakte haben festgelegte Plätze und werden nicht zufällig irgendwo platziert, was die Wiederspielbarkeit dieser Mission deutlich senkt. Und nach circa 1 bis 1,5 Stunden hat man dann entweder alle Artefakte gesammelt oder ein ganz besonderes Artefakt gefunden und die Mission ist vorbei. Die dritte Mission dreht sich ums Schleichen. Als Scharfschütze der roten Linie sollen wir die schwarze Station, auch ein bekannter Ort aus Metro 2033, infiltrieren. Das läuft ein wenig anders ab als im Hauptspiel. Vorsicht! Die Scharfschützen auf dem Dach und dem Turm könnten ihn sehen. Feuer einstellen! Der Scharfschütze auf dem Dach könnte es bemerken. Was zum Teufel machst du da? Die lösen noch einen Grenzalarm aus. Schnapp sie dir! Sauberer Schuss! Gegner können nicht ausgeschaltet, sondern nur getötet werden. Werdet ihr entdeckt, geht's zurück zum Checkpoint, sollte jemand Alarm schlagen. Aufgefallen ist mir, dass diese Schleichpassagen nicht so erzwungen sind wie im Hauptspiel, da es keine deutlich erkennbaren Wege gibt, die Gegner zu umgehen. Besonders gefallen hat mir auch, dass die Blitze dafür sorgen können, dass man gesehen wird, wenn man in der Nähe von Öffnungen steht. Dennoch ist es auch hier wieder viel zu leicht, die Gegner auszuschalten, da sie nach wie vor den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Trotzdem recht unterhaltsam, zumal es keine Wegbeschreibung gibt und man sich selbst zurechtfinden muss. Hey Alex, gibt's irgendwas Neues? Nachdem ich Factions durchgespielt habe, wirkte das Ganze auf mich wie eine Präsentation, welche aus den Kernaspekten des Hauptspiels besteht. Es gibt eine kurze Dauerfeuer, eine längere und spannende Erkundungs- und eine einfache Schleichmission. Falls ihr den Season Pass noch nicht habt, solltet ihr euch also überlegen, ob dieses Paket wirklich eure 5 Euro wert ist. Wenn man bedenkt, dass der Ranger-Schwierigkeitsgrad alleine schon 5 Euro kostet, finde ich das Angebot, welches Factions bietet, fairer. Technisch bewegt sich der DLC übrigens auf dem Niveau des Hauptspiels. Größere Bugs oder Glitches sind mir nicht aufgefallen. Okay, außer dieser hier.